Heute zeige ich euch einen wirklich herrlichen Flammkuchen, der mal so ganz anders gemacht wird. Und zwar ein Upside-Down-Flammkuchen mit ganz vielen wunderbaren Gemüsesorten dabei. Ich habe jetzt Kürbis in der Saison, eine Zucchini, Zwiebeln, Chili, Tomaten, was man möchte, kann man da hineinfüllen. Und das Angenehme ist, es macht sich fast von selbst. Vor allem, weil ich einen fertigen Teig verwende. Ich vertraue da ganz auf die Tante Fanny, weil ich kann viel besser Flammkuchenteig machen als ich. Der ist noch dazu 100% mit Dinkelmehl gemacht und nimmt man aus der Packung und kann ihn verwenden. Also einfacher geht's nicht. Es wird spannend. Wir stürzen das gute Teil. Gar nicht so einfach. Und so heiß ist. Ich habe schon gehört, wie es gefallen ist. Jetzt wird es nur noch spannend, wie es ausschaut. Dun, 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 dun. Na bitte. Das köstliche Gemüse hier nehmen wir noch mit. Das kleben geblieben ist. Perfekt. Jetzt kommt nur noch obendrauf ein bisschen frischer Mozzarella. Ich habe hier eine Burrata. Ihr könnt auch normalen Mozzarella nehmen. Ihr könnt aber auch einen Feta-Käse drüber krümeln. Oder einfach grobe Parmesanschnitze, was noch super. Und dann kann man einfach Kräuter nach Wahl, was man gerne hat, was man zu Hause hat, noch draufgeben. Basilikum, Petersilie. Und schon ist unser Upside-Down-Flammkuchen fertig. Ich finde es auch besonders angenehm, weil man kann damit sämtliche Gemüsereste im Kühlschrank aufbrauchen und alles mehr oder weniger in einen Teig packen und verbrauchen. Auf köstlichste Art und Weise. Also wenn ihr das probiert, ihr werdet sehen, es ist wirklich, wirklich gut. Es ist ganz saftig. Und passt einfach wunderbar mit der Burrata zusammen oder eben mit dem Feta-Käse, wenn man sich dafür entscheidet. Wenn man möchte, kann man noch etwas Balsamico drüber träufeln. Das passt auch ganz gut, ein bisschen Säure zu dem kräftigen Gemüse dazu. So, bitteschön. Herrlich, oder?